Ja, hallo liebe Kinder und ein herzlicher Gruß aus dem Bundesfamilienministerium. Ich bin Franziska Giffey, eure Kinderministerin, und ich will euch heute etwas vorlesen. Und ich habe ausgesucht ein Buch, das heißt Der Löwe in dir. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. In rauer Wildnis mit goldgelbem Sand ein gewaltiger, schroffer Felsen stand. Unter diesem Felsen lebte in einem winzigen Häuschen das kleinste, ruhigste und friedlichste Mäuschen. Die Maus war so winzig, so unglaublich klein. Sie fiel keinem auf, wirklich niemals, nein. Hier sind alle Tiere drin. Sie wurde übersehen, gequetscht und getreten. Autsch, sagt die kleine Maus, wie traurig und schwer war doch das Mäuseleben. Oben auf dem Felsen jedoch thronte sorglos und erhaben der stolze Löwe. Er hatte das Sagen. Der Löwe kam sich sehr wichtig vor und bewies seine Macht durch ein dröhnendes Roar. Er führte das Rudel, er hatte die Macht. Er zeigte es gerne, er strotzte vor Kraft. Ja, alle bewunderten ihn, den mächtigen König der Tiere. Wenn ich doch nur, dachte die Maus, ihm ein bisschen ähnlich wäre. Doch eines Nachts in ihrem Bettchen schoss ein Gedanke ihr durchs Köpfchen. Sie streckte ihr Pfötchen weit empor. Ich hab's, rief sie, ich brauch ein Rohr. Hier ist die kleine Maus in ihrem Bettchen und überlegt. Stell dir vor, ich bin nicht nur lieb, ich mache mehr Grrr und weniger Fieb. Ich weiß, ich bleibe winzig klein, doch fände ich Freunde, wäre ich nicht mehr allein. Ja, dachte die Maus, ich muss wissen wie. Ich werde brüllen, jetzt oder nie. Doch schluck, sie musste sich an die Bestie wenden. O je, würde sie dann als Festmahl auf dem Teller enden? Die Maus beschloss jetzt stark zu sein. Hier schaut sie aus dem Fenster und guckt den Mond an. Ihr Leben lang war sie immer nur klein. Sie fasste sich Mut, verließ ihr Haus und sah sich schon als Löwenschmaus. Der Gedanke daran war so fürchterlich. Doch, willst du was ändern? Dann ändere dich. Und dann macht sich die kleine Maus auf den Weg zu dem großen Felsen. Sie kletterte weiter. Sie war fast am Ziel. Zum schlafenden Löwen war es gar nicht mehr viel. Und plötzlich, sie traute ihren Augen nicht, blickte die Maus in des Löwen Gesicht. Lieber Herr Löwe, schluck, ich bin nur ein Mäuschen und störe sehr ungern Ihr Mittagspäuschen. Doch nur Sie können mir einen Wunsch erfüllen. Wie lerne ich, Fieb, wie sie zu brüllen. Da wurde es still im goldgelben Land. Der Löwe erwachte, die Mähne hochstand. Die Zeit verstrich langsam, so langsam wie nie. Der brüllte der Löwe mit Inbrunst ein I. Hier brüllt er ganz laut ein I. Der Löwe zitterte, starr war sein Blick, wimmernd wich er erschrocken zurück. Tu mir nichts, bitte, das wär mir ein Graus. Unglaublich, der Löwe hat Angst vor ner Maus. Das Mäuschen fiebte. Ich? Dein Feind? Nur keine Bange, einen Freund wie dich, den such ich schon lange. In diesem Moment, da steckte ganz viel Magie.
Die Maus fühlte sich plötzlich so groß wie noch nie. Sie sprach aus, was sie dachte, ganz ehrlich und frei. Und das schafft man auch ohne Gebrüll und Geschrei. Sie teilten von nun an den Felsen, ihr Leben. Ja, für ihren Freund würden sie alles geben. Die Maus dachte, jetzt kann ich alles schaffen. Und der Löwe, der brüllte, doch diesmal vor Lachen. So fanden die beiden schließlich heraus. Jeder von uns ist mal Löwe, mal Maus. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Liebe Grüße aus dem Kinderministerium von eurer Ministerin Franziska Giffey.